Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Horizon Zero Dawn Frozen Wild. Ja, beim letzten Mal haben wir eine kleine Nebenquest gemacht, wo wir hier den Weißzahn-Virak-Typen, whatever, geholfen haben. Sind die weg? Irgendwie scheinen die weg zu sein. Egal. Ja, ich glaube, ich habe auch mein Audio-Problem gelöst. Irgendwie hatte Windows hier... Oh, Jagdgebiet. Nein, danke. Erstmal nicht. Irgendwie schien Windows hier etwas an meinen Soundkarteneinstellungen geändert zu haben. Wollen wir das Banditenlager? Ja, das können wir eigentlich sogar mal machen. Wieso auch immer war mein, waren meine Boxen auf 5.1 eingestellt. Da habe ich nur 2.1 Anlage. Das war ein bisschen strange, aber okay, ich habe es wieder umgestellt. Jetzt hört sich alles wieder soweit normal an, würde ich sagen. Was schon mal ganz gut ist. Also ihr müsst es euch mal so vorstellen, mein Sound hatte ich so, ja, mehr oder weniger stumpf angehört. Also es hat sich, wo sie geredet haben, dann habe ich zum Beispiel nur auf einer Seite groß was hören können. Und selbst das eher leise anstatt normal oder laut. Also das war a little bit strange, sagen wir es mal so, ne? Ja, bisher muss ich wirklich mal sagen, ich bin kein Freund der Banuk-Waffen. Ich bin absolut kein Freund davon. Oh, da hinten sind Trampler oder wie auch immer die Dinger hießen. Wenn du nicht kämpfen willst, geh doch nach Hause. Seh den Dude, okay. Aufgrund vom Schnee sieht man den halt nicht so wirklich. Ach, daneben. Nee. Boah, der Schnee ist aber auch übelst nervig. Sehe absolut nichts, wo ich mich verstecken kann. Schlechter Tag für einen von uns beiden. Sieht schlecht aus. Für dich ja. Aber im Ernst, die anderen... Also der Schattenbogen zum Beispiel war in meinen Augen besser. Er hat mehr Schaden gemacht, wenn du gespammt hast. Hier musst du halt ein bisschen... Ja, du musst präziser und du wartest länger, so gesehen. Für den Bogen, dass er Schaden macht. Einfach... Ja. Oh, die haben einen Turm. Oder was war das hier gerade? Auf der Karte ist zumindest nichts.
Also bisher, ich weiß nicht so ganz. Er macht mehr Schaden, sobald du ihn aufgeladen hast. Okay, das sind auch wieder ein paar. Wo ist Neil, wenn man ihn braucht? Banditen sind nicht subtil. Sie auszuschalten würde ein ganz anderes Signal setzen. Oh oh, könnte tot sein. Wir haben hier eine Lampe. Was haben wir hier? Toten, ja. Er hat ein Herzproblem, ja. Also, er ist an einem natürlichen Tod gestorben. Oh, nee, den wollte ich gar nicht. Okay, ich glaube, die haben mich gesehen. Können wir aufhören? Verdammt! Ja, ja, Rüstung, ich weiß. Wenn man einen Headshot natürlich trifft, dann ist er gut. Dann ist er wirklich sehr gut, der Banuk-Bogen. Aber ansonsten, ich weiß nicht, was ich von ihm halten soll. Das kommt mir gelegen. Ah, der ist hinter der... Okay. Er ist hinter dem Felsen. Dann ist es kein Wunder, dass ich ihn nicht treffe. Hätte man ja mal einen sagen können, ne? Aber nein. Ich kann durchatmen. Vorerst ja. Aber hier werden noch ein paar sein. Sie auszuschalten würde ein ganz anderes Signal setzen. Ja, und wir helfen den Leuten hier, ne? Das ist ja auch nie verkehrt. Ihre Helme sind zu stark gepanzert. Ja. Ist denn etwa? Moment, wir tauschen mal kurz meine Waffen. Wo haben wir denn die... nein, wo haben wir die Sprengschleuder? Da. Den brauche ich glaube ich eh nicht. Diese aufgehängten Maschinenteile. Ein Alarmsignal. Ich gehe mal kurz den Alarm kaputt machen, ne? Oh, damit können die mich schon mal nicht mehr nerven.
Langhörnern. Der nervt auch keinen mehr. Oh nein, eine Ziege. Die haben eine Ziege. Verdammt, wir sind verloren. Der stört auch keinen mehr. Sodele ist ja easy hier. Ich streng mich ja nicht mal an und ihr verliert hier. Was ist denn los bei euch? Oder mit euch? Oder was auch immer noch? Ich habe das Gefühl, dass meine Augen zufrieren, wenn ich blinzle. Oh, kalt hier. Ja. Das war's immer noch nicht? Was sollen hier denn noch welche sein? Tötet den Banditenanführer, so. Der ist wo? Weil wir haben jetzt alle Banditen gekillt, ne? Denke ich mal, soweit. Oder auch nicht. Okay. Die sind auch schon mal fort. Das könnte jetzt etwas wehtun. Hey, sogar noch ein Level up. Nice. Ja, aber das ist immer noch nicht. Warum sind hier so viele Banditen? Wo ist die Anführer? Findet es heraus in der nächsten Folge von Horizon Zero Dawn oder so ähnlich. In Dragon Ball Y. Ja, ja, genau. Er kennt's nicht. Mehr kann ich nicht tragen. Ja, musst du mal stärker werden, dann kannst du auch mehr tragen. Läuft der Typ vor uns weg oder was ist hier? Wo ist der? Will ihren Anführer, und zwar jetzt. Bosskampf? Riecht friedlich. Ich hasse Frieden. Viele Menschen sterben friedlich. Ich nicht. Mir schwant etwas. Durchsucht das Lager. Seid ihr denn blind? Zum Glück bezahle ich euch Schwachköpfe nicht. Der Typ hat ein Lo-Pfei-Dingens. Ah, das war knapp. Von dir lasse ich mich nicht aufhalten. Ihr würdet sogar einen Trampler sehen. Das war ein Volltreffer. Au, okay, die machen Schaden ohne Ende anscheinend. Aber wenn ihr hier mit Feuer ankommt, das kann ich auch. Au. Hier ist etwas für dich. Hier, friss meinen Stock. Ich kriege dich. Nein, ich will hier raus. Ich will hier ganz schnell raus. Und
Meine Bomben. Du nervst. Hätte nicht gedacht, dass das nochmal so hart wird gegen die hier. Ist anscheinend blind. Wow, Alter, der macht aber auch Schaden, ey, mit seinem Kack. Mit seinem scheiß Feuerwerfer da. Wir müssen erstmal die anderen loswerden. Die nerven nämlich. Okay, jetzt nur du und ich. Alter! Ich glaube, wir können... Alter, dass er das auch spammen kann. Guck mal, das ist doch Lohr. Das ist doch entflammbar. Ja. Schmeckt deine eigene Medizin. Alter. Hörst du mal auf, Junge! Wieso kann er das so lang spammen, ey? Das ist doch nicht fair. Das war's. Er wird nichts mehr anzünden können. Meine Güte! Die Feuerwaffe der Osaram könnte nützlich sein. Was ein nerviger Gegner, ey. Der Verag erfährt bald, dass ich das Banditenlager zerstört habe. Ich wette, man kennt mich schon in ganz Sangesgrund. Zeit, Aratak herauszufordern. Das war teilweise gerade schwerer, als so ein Donnerkiefer oder so zu killen, ey. Wattenkrampf. Gib mir meine Gratiskiste. Wie viel? 10, okay. Fehlt nicht mal allzu viel. Kein Platz. Können wir die anderen noch machen? Ist gerade die Frage. Oder sind die fort? I don't know. Gut, ich glaube, um hier noch ein bisschen Zeit zu überbrücken, sammeln wir noch ein bisschen Blauglanz. Warum auch nicht, ne? Warum denn auch nicht? Hier, da oben. Irgendwo. Damit haben wir auf jeden Fall genug Blauglanz, denke ich mal, für... Ah, da. Okay. Nicht nur die Banuk mögen kostbare Juwelen. Für die nächsten Waffenteile. Beziehungsweise Rüstung. Ich weiß echt nicht, ob ich die Waffen benutzen soll.
Weil irgendwie bin ich kein großer Freund von denen. Also die Warnock-Jägerbogen-Version finde ich echt nicht so toll. Irgendwo noch was, was in der Nähe von einem Lagerfeuer ist. Da, ja, da ist ganz viel. Ganz viel. Ganz viel blauer Glanz. Nur für mich. Beziehungsweise für Eloy. Aber wenn ich fürchte, dass wir jetzt einen Berg erklimmen müssen irgendwie dafür. Mal gucken. Ob wir da irgendwie dran kommen. Wo sind wir eigentlich? I don't know. Kommen wir hier irgendwie hoch? Nee, hier schon mal nicht. Das ist zu steil. Okay, ist direkt neben uns. Aber ich fürchte, ich muss wirklich hier den Berg hoch, oder? Ja. Irgendwie muss ich wieder da hoch. Ja, dann laufen wir mal hier entlang. I guess. Der scheint tot zu sein. Oder kann ich von der anderen Seite? Ich weiß es nicht. Wie kommen wir da hin? Wo sind wir überhaupt? Ich erinnere mich gerade überhaupt nicht mehr an den Ort. Kanickel! Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Wieso töte ich das arme Kanickel eigentlich? Ich brauche es gar nicht mehr. Man, ich erinnere mich gerade wirklich nicht, wo wir sind, oder? Doch, doch, ich glaube schon. Weil da unten, ja genau, das ist der Ort, okay. Jetzt remember ich, ja. Was ist das denn nicht da hoch? Wir scheinen. War das eine Autobahn? Früher in der alten Zeit. Keine Ahnung, gute Frage. Aber scheinbar kommen wir von hier aus nicht da dran. Vielleicht wenn ich um die andere Seite gehe. Vielleicht kommen wir dann dran. Let's check this. So, ich sehe gerade 103.000 XP brauchen wir für das nächste Level. Ist ja interessant. Geh mal hier um die andere Seite vom Berg. Vielleicht komme ich hier halt irgendwie da hoch. Wenn sie hier hochlaufen würde. Mir nicht, das ist zu steil für dich, Eloy. Oder hier ist eine unsichtbare Mauer. Das wäre natürlich noch schöner.
Aha, so kann man sich ja auch hier hochglitschen. Ein solcher Brocken sollte sich leicht verkaufen lassen. Gut, was heißt hier glitschen? Wir haben keine Bugs benutzt dafür, ne? Also, alles legit. Aber wir haben hier nur einen. Eine Formation muss hier noch irgendwo rumstehen. Jetzt mal hier hoch. Oder? Notfalls ist es auch egal. Ich werde eh nicht alles mir holen. Denke ich jetzt mal. Ah, hier kann ich hochklettern. Okay. Hier kann man hochklettern, das ist ja schön. Dann kommen wir nämlich auch hier oben auf den Berg. Und da kann ich auch noch weiter hochklettern. Meine Güte, wir erkunden hier gerade was gänzlich Neues. In einem alten Gebiet, das wir schon kennen. Aber wenn wir jetzt ein bisschen überziehen dafür, dafür war der letzte Part ja etwas kürzer, ne? Also sollte das klar gehen. Oh, hallo. Warum sind hier so viele Viecher? Warum sind denn noch so viele Gegner? Was ist denn hier los? Phoenix mehr, Hilfe! Au! Lohnt sich das überhaupt hier oben noch? Warum sind hier so viele Gegner? Was soll hier noch sein? Ich habe keine Ahnung. Aber ist ja auch egal. Wir werden beim nächsten Mal rausfinden, was hier oben noch ist. Das war es erst nochmal mit Horizon Zero Dawn für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst gerne ein Feedback da, positiv oder negativ, bleibt euch belassen. Gerne mit einer kleinen Bekündigung, was euch gefallen und was nicht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Wenn wir eventuell schon zum Verak gehen, mal gucken, was wir machen. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.